der Dennina-Linie gibt es drei Streckenabschnitte, die befinden sich zwischen Tirano und Poschiavo. Auf diesen Streckenabschnitten müssen wir nach Straßenverkehrsgesetzgebung verkehren. Das heißt, wir fahren zusätzlich nach den Fahrdienstvorschriften für Eisenbahn und nach den Vorschriften für die Straßenverkehrsgesetzgebung. Also das heißt, wir haben uns gleich zu behalten wie ein Autofahrer. Wir haben keinen Vordienst auf der Straße, dort wo auch ein Autofahrer keinen Vordienst hat. Jetzt kommen wir in so einen Abschnitt. Kommt jeweils ein Vorsignal, ein Anfangssignal, das sieht man jetzt auf der linken Seite, das ist bereits das Anfangssignal. Dann gilt die Streckengeschwindigkeit Vmax 30 und zusätzlich Fahrtaufsicht. Wie gesagt, der Lokführer muss jederzeit anhalten können, wenn etwas im Wege ist. Ja. Damit ich die Bremsbereitschaft erhöhen kann, habe ich jetzt die Wagen zusätzlich angebremst und ziehe ein wenig mit den Triebfahrzeugen. So bin ich in der Lage, den Zug schneller zum Stillstand zu bringen. Befinden wir uns immer noch im Straßenbahnbereich. Seite die Endtafel, das heißt die Aufhebung dieses Bereiches. Von da an gilt wieder die Vorschriften nach FDV, das heißt Fahrdienstvorschriften für Eisenbahnen.
einigen Dörfern hat man zu wenig Platz für eine normale Station, wo die Züge einander kreuzen. Hier hat man jetzt die Lösung, indem man eine Dienststation außerhalb des Dorfes eingerichtet hat. Jetzt kommt die Kreuzung. Die Haltestelle Le Prese hat dies nicht zugelassen. Auf der Bemina-Linie gibt es mehrere dieser Dienststationen und Kreuzungen auszuführen. Stationen dienen nur dem Zugsverkehr, nicht dem Publikumsverkehr. Thank you.
befinden uns jetzt in der Station Poschiavo Richtung Samritz. Man sieht gut den Übergang von 0 Promille auf 70 Promille. Das ist eigentlich die generelle Steigung, die wir haben, um in einer möglichst kurzen Distanz diesen großen Höhenunterschied zu überwinden. Die Dienstmeldung, bitte die Türen kontrollieren. Die Triebfahrzeuge sind mit einem sogenannten Achsdruckausgleich ausgestattet. Bei diesem TW3 ist dieser automatisiert, das heißt, der Lokführer muss diesen nicht mehr ansteuern. Beim TW2, beim Vorgänger, muss dieser Achsdruckausgleich manuell durch den Lokführer ausgeführt werden. Man sieht dieses kleine Instrument, das passiert nicht hydraulisch, sondern pneumatisch. Sobald die Differenz vom Achsdruck von der Bergachse zur der Talachse zu groß ist, wird diese Vorrichtung angesteuert. Beschleunige ich von 30 auf 40, das heißt, diese Kraft kommt jetzt zum Zug. Es gibt eine Ansteuerung, man sieht das jetzt gut auf diesem Instrument. Sobald die Zugleistung wieder zurückgeht, wird auch der Achsdruckausgleich ausgeschaltet.
eine weitere Einschränkung, Bernina, ist, wenn man schwere Züge hat in den engen Kurven, dass die Zugleistung der Maschinen muss dann begrenzt werden. Der RAB ist eine Schmalspurbahn. Da besteht die Möglichkeit, dass Wagen in engen Kurven kippen können. Jetzt kommen wir in so einen Bereich. Der ist markiert mit blauen Streifen an den Fahrleitungsmasten. Das kann man jetzt gut erkennen, rechts an den Masten drei blaue Striche. Hier darf die Zugleistung nur beschränkt angewendet werden, bei schweren Zügen. Der Kurvenradius beträgt bei diesen Kurven in der Regel 45 Meter. Das ist der kleinste mögliche Radius. Befinden wir uns in einem Bergrutschgebiet, also ein unruhiges Berggebiet. Da muss ein Stück der Strecke ständig korrigiert werden, weil ein Hangrutsch besteht. Normal haben wir 70 Promille, hier hat sich eine Steigung ergeben auf 80 Promille. Die ständige Korrektur haben wir hier 80 Promille. Nach dem Bahnübergang haben wir wieder 70 Promille. Man sieht diesen Übergang, kann diesen Übergang erkennen.
da in den engen Kurven große Kräfte entstehen, setzt man neue Schwellentypen ein, das sogenannte Y-Schwellen. Die sehen wir hier. Bei einer Streckenerneuerung kommen in den engen Radius jeweils die Y-Schwellen zum Einsatz. Es gibt grundsätzlich zwei Typen von Ausfahrsignalen. Da sehen wir hier eines. Die einen sind die Gruppenausfahrsignale und die anderen die Gleissignale. Die Gleissignale, da erhält jedes Gleis separat ein Ausfahrsignal. Bei diesen Gleisen ist die Abfahrt eindeutig. Bei einem Gruppensignal, dieses Signal gilt für mehrere Gleise. Damit der Fahrbegriff zugeordnet werden kann, werden Tafeln aufgestellt mit dem zugehörigen Fahrbegriff, also Fahrbegriff 1 bis 5. Bei dieser Station gibt es zwei Fahrbegriffe, den Fahrbegriff 1 und 2. Das heißt, aus unserem Gleis müssen wir jetzt den Fahrbegriff 1 erhalten, das ist ein grünes Licht. Beim Nebengleis wäre das ein grünes Licht und ein oranges Licht. Das ist dann der Fahrbegriff 2. So, jetzt haben wir den Fahrbegriff 1. Das ist eindeutig für das Gleis 1 in dieser Station. Thank you.
Ein Großteil der Strecke wurde in den letzten Jahren komplett erneuert, inklusive Fahrleitung. Jetzt kommen wir einen Abschnitt, der wird in diesem Monat erneuert, das heißt, er bekommt auch Y-Schwellen. Es ist in diesem Bereich sehr unruhig. Die Kräfte, die heute entstehen bei den langen, modernen Zügen, die sind einfach zu groß. Darum musste man die Gleisanlagen verstärken. Besonders in den engen Radien. Erkennen, dass die Y-Schwelle vermehrt eingebaut wurde.
Bernina Linie wird mit 1000 Volt Gleichstrom betrieben. Das heißt, der Querschnitt der Fahrleitung muss besonders hoch sein. Hoch sein, weil große Ströme entstehen. Was bei der normalen Eisenbahn die sogenannte Umgehungsleitung ist, ist hier einfach zusätzlich eine Speisung, um den Querschnitt zu erhöhen. Man sieht diesen zusätzlichen Querschnitt auf den Masten mit drei Leitungen, von denen jeweils im Abstand von 400-500 Meter zusätzlich eingespeist wird. Also diese Nebenleitung dient nicht der Speisung über mehrere Stationen, sondern direkt der Speisung der Fahrleitung.
Einfassungnadel Alpgrün. Die Alpgrün hat eine Spezifikation der Einfahrweide. Diese wurde verlegt in einen geschützten Bereich. Das heißt, im Winter wird in diesem unteren Bereich die Weiche weniger verweht, verschneit. Das hat diese Eigenheit. Es können in diesem Bereich keine Kreuzungen folgen. Die Gleise sind zu nah beieinander. Das ist eine spezielle Lösung.
Thank you.
Bei den meisten europäischen Bahnen arbeitet man mit dem Luftbremssystem. Die RAB ist daran, die ganze Wagenflotte umzurüsten auf dieses System. Das heißt, momentan werden die Steuerventile bei den Wagen noch mit Vakuum angesteuert, aber die Bremszylinder selber sind schon umgebaut auf das Luftsystem. Früher war das nicht möglich. Da hatte man nach dem Kompressor keinen sogenannten Lufttrockner. Es gab sehr viel Kondenswasser in den Leitungen. Bei einer Bergbahn gefriert dieses Wasser und kann zu Bremsstörungen führen. Heute hat man gute Lufttrockner und durch das kann man umrüsten auf Druckluftbremsen. In der Station Surt haben wir eine Kreuzung. Und wenn der Gegenzug früher auf der Gegenschwelle ist, also auf dem Isolierabschnitt, dann wird sein Signal früher angesteuert. Also der Zug, der näher an der Station ist, der darf zuerst einfahren. Nach Station. Eigentlich hat auch der talseitige Zug Vortritt, damit er nicht zum Stehen kommt in der Steigung. Also
Eine Eigenheit bei der Berliner Bahn ist zusätzlich noch die Signalaufstellung. Normalerweise hat ein Hauptsignal immer ein Vorsignal, auch bei den Stationen. Diese Distanz braucht der Lokführer überhaupt, um den Zug zum Stehen zu bringen oder anzuhalten. Und bei der Berliner Bahn hat man auf die Vorsignale verzichtet und die Stationen so ausgerüstet, dass das Einfahrsignal jeweils den Fahrbegriff des Ausfahrsignals zusätzlich anzeigt. Eine Strecke ist in der Regel immer gleich hoch zwischen den Stationen. Gibt Geschwindigkeitseinschränkungen, werden diese mit Kurvensignalen angegeben. Verändert sich jedoch die Geschwindigkeit auf der Strecke, zusätzlich mit einer großen Tafel und der Kilometrierung angezeigt. Eine dieser Tafeln steht jetzt rechts mit der Kilometrierung 13,92. Aber hier verändert sich die Streckengeschwindigkeit zusätzlich. Die maximale Geschwindigkeit bei der Talfahrt beträgt 30 Stundenkilometer. Diese 30 Stundenkilometer kann man hauptsächlich nur mit einer Daumenbremsung zusätzlich mit dem Wagen erreichen. Durch das ist diese Geschwindigkeit 30. Würde man schneller fahren, würden die Bremsen zu sehr erhitzt.
Bei der nächsten Station hatte man ebenfalls zu wenig Platz im Stationsbereich für Ausweichgleise. Darum hat man zusätzlich eine Dienststation nachfolgend gebaut. Die heißt dann Alp Nuova und dient, wie gesagt, nur der Verkehrsregelung der Züge, nicht dem Personenverkehr. Maximale Geschwindigkeit auf der Berliner Strecke beträgt 65 Stundenkilometer und auf dem Stammnetz RHB 100 Stundenkilometer. Maximale Achsdruck auf der Berliner Strecke ist zum Beispiel 12,5 Tonnen maximal. Das gibt bei einem vierachsigen Wagen 50 Tonnen. Auf dem Stabnetz 16,5 Tonnen. Im Dreischienengleisbereich gleich wie bei den Normalspuren 20 und 22,5 Tonnen.
Wir befinden uns in Pontesina im Gleis 3. Dieses Gleis hat die Spezifität, dass man es umschalten kann. Das heißt, die Fahrleitungsspannung kann von 1000 Volt Gleichstrom auf 11.000 Volt Wechselstrom umgestellt werden. In diesem Gleis können alle Triebfahrzeuge verkehren. Der RAB.
nachfolgende Tunnel, das besitzt ein Tunneltor. Dieses wird im Winter geschlossen, um die Eisbildung möglichst zu reduzieren. Wir befinden uns auf ca. 1800 Höhenmeter über Meer. Ein Einfahrsignal ist zugleich die Stationsgrenze, also bildet die Stationsgrenze, das konnte man vorher gut sehen. Ein Zug, der rangiermäßig im Bahnhof unterwegs ist, darf bis zu dieser Stationsgrenze verkehren, das heißt also bis Höhe dieses Signals. Und ich als Zug darf bis zu diesem Signal ebenfalls verkehren, das könnte bedeuten, dass man Puffer an Puffer fährt hier, theoretisch.
Ciao. Wie geht es so? Fahren wir ab, wird die Siebomaschine oben. Jawohl.